Bei uns ist jetzt Markus Anfang, der wegen des Gebrauchs eines gefälschten Impfpasses verurteilt wurde. Guten Abend, Markus. Guten Abend. Ihr Anwalt hat Ihnen davon abgeraten, heute hierher zu kommen und sich zu äußern. Warum sind Sie trotzdem hier? Ja, guten Abend. Ich möchte mich erstmal bedanken dafür, dass ich die Möglichkeit bekomme, mich hier zu äußern und auch direkt die Chance nutze, dass ich mich für das, was ich gemacht habe, einfach offiziell entschuldige. Ich bin meiner Vorbildfunktion in keiner Weise gerecht geworden. Ich habe viele Menschen, die viel Vertrauen in mich gesetzt haben, die mich unterstützt haben, habe ich enttäuscht, habe ich belogen. Ich habe meiner Familie einen großen Schaden hinzugefügt, was mir auch wahnsinnig wehtut. Und zu guter Letzt möchte ich mich natürlich auch bei Werder Bremen, gerade bei allen Verantwortlichen von Werder Bremen, um Hubertus, Klaus Fibri, Frank Baumann, Tarek Brauer, ich möchte mich bei allen einfach entschuldigen, bei der Mannschaft entschuldigen, beim Staff entschuldigen. Ich habe einen großen Fehler gemacht und ich finde, wenn ich damals schon keine Vorbildfunktion, der ich nicht gerecht geworden bin, dann sollte ich zumindest jetzt einer Vorbildfunktion gerecht werden, im Sinne von, wenn man einen Fehler gemacht hat, dann muss man auch dazu stehen und muss auch manns genug sein, sich dafür zu entschuldigen. Und das möchte ich an der Stelle tun. Soweit die Entschuldigung. Die Reaktionen werden so sein, wie sie sind. Sie sind daran gewöhnt. Auch wir werden heute wahrscheinlich nicht häufig einer Meinung sein. Aber die Entschuldigung sind Sie erstmal losgeworden. Bevor wir über die vielen offenen Fragen sprechen, lassen Sie uns vielleicht kurz noch mal darauf schauen, was alles wichtig ist zu wissen. Tim Schröter über den Fall Markus Anfang. Markus Anfang ist juristisch gesehen ein Straftäter. Kein moralischer Vorwurf, nur eine Tatsache. Nach einer Affäre, deren Tatort Bremen ist. Herbst 2021. Deutschland befindet sich mitten in der Corona-Pandemie. Impfstoff ist vorhanden. Doch manche haben Bedenken vor dem Peaks, wie Joshua Kimmich. Er will sich damals nicht impfen lassen, eine persönliche und legitime Entscheidung. Markus Anfang dagegen behauptet, er wäre geimpft. Doch bei einer Kontrolle fällt auf, sein Impfpass ist eine Fälschung. Anfang soll sich auch Zutritt zu einer Karnevalsveranstaltung von Geimpften und Genesenen verschafft haben. Am 20. November der Rücktritt. Das DFB-Sportgericht sperrt ihn für ein Jahr inklusive 20.000 Euro Geldstrafe. Ende Februar verurteilt ihn ebenfalls das Amtsgericht Bremen. Markus Anfang ist für den Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse nach § 279 Strafgesetzbuch verurteilt worden. Und der Strafbefehl gegen ihn ist auch diese Woche rechtskräftig geworden. Damit muss er nun eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 400 Euro, also insgesamt 36.000 Euro Strafe zahlen. Dadurch ist er nicht vorbestraft, denn das ist man erst ab 91 Tagessätzen. Zur neuen Saison darf Anfang wieder als Trainer an der Seitenlinie stehen. Die Strafe ist dann verbüßt. Doch wie steht es um den moralischen Aspekt? Wie soll man mit einem Fußballlehrer umgehen, der doch Vorbildfunktion haben sollte und der bis heute viele Fragen offen gelassen hat? Ja, und die Frage, die kein Gericht beantworten kann, sondern nur Sie, warum haben Sie als prominenter Fußballtrainer, als Vorbild für viele, Ihre komplette Reputation und Ihre Karriere aufs Spiel gesetzt? War es das wert? Ja, warum habe ich das gemacht? Erstmal möchte ich auch vielleicht zu dem Ende von dem Bericht noch mal was sagen. Ich hätte mich lieben gern wesentlich früher auch zu den Themen geäußert. Aber in dem laufenden Verfahren wird man halt auch angehalten, dass man sich dazu nicht äußert und man darf sich nicht dazu äußern. Sonst hätte ich mich wesentlich früher auch dazu geäußert. Warum haben Sie das alles aufs Spiel gesetzt? Ja, ich bin leidenschaftlicher Trainer und ich habe einfach sehr, sehr stark an diesem Trainerjob festgehalten. Ich wollte unbedingt Trainer sein und ich wollte unbedingt mit diesem großartigen Verein Werder Bremen, der für mich eine Riesenchance war, ich wollte unbedingt dabei bleiben. Und dann habe ich diesen Fehler gemacht. Und Sie hatten also Angst, Ihren Job zu verlieren, wenn Sie sich nicht impfen lassen? Genau, es ist halt so, dass das muss man auch verstehen, bei jedem positiven Corona-Test im Staff oder selbst auch im Team an sich werden die Ungeimpften halt für 14 Tage in Quarantäne geschickt. Und
das muss man auch akzeptieren und verstehen. Das sind die Regeln, genau. Ja, das muss man auch akzeptieren und verstehen, wenn man dann in einer Führungsposition ist, dass dann ein Verein das natürlich auf Dauer auch natürlich nicht mitmachen kann. Du kannst nicht zu Hause sitzen bei jedem positiven Test und eine Mannschaft führen. Das ist einfach nicht möglich. Aber hat den Werder da so die Pistole auf die Brust gesetzt? Kann ich mir nicht vorstellen. Nein, das war ja die Angst davor, dass ich halt gesagt habe, für mich, ich will unbedingt dabei bleiben. Und was soll so ein Verein wie Werder Bremen machen, wenn man permanent in so eine Situation reinkommt? Aber wissen Sie, das Problem haben Millionen andere auch gehabt, auch in dieser Phase. Denken Sie mal an die ganzen Pflegekräfte, an Erzieherinnen, Erzieher, die gesagt haben, wenn ich mich nicht impfen lassen kann oder will, dann verliere ich meinen Job. Und die haben aber eine andere Abzweigung genommen. Lassen Sie uns aber noch einen Schritt zurückgehen. Ich habe mit dem Geschäftsführer von Werder telefoniert, mit Klaus Filbri, und der sprach davon, dass Sie ihm gegenüber nachvollziehbare Gründe für Ihre Impfskepsis gegeben hätten. Was sind das für Gründe? Ja, jeder hat ja seine persönliche Geschichte, seine Historie innerhalb der Familie, seine eigene Gesundheitssituation. Und bei mir ist es halt so, ich habe selbst schon eine Herzmuskelentzündung hinter mir und ich habe große Angst vor dieser Impfung. Jeder hat vielleicht oder viele haben es auch vielleicht mitbekommen. Mein Vater steht so ein bisschen dafür, für das, was diese Historie in der Familie ist. Ist damals, als ich Trainer beim 1. FC Köln war, in Duisburg auf der Tribüne umgefallen, hat einen sehr schweren Herzinfarkt gehabt, war mehr tot als lebendig, ist neunmal wiederbelebt worden. Und ich habe das halt alles hautnah miterlebt. Und wenn du das alles miterlebst und siehst, wie dein Papa sich zurück ins Leben kämpft, ja, das macht halt was mit einem. Und diese Angst, die ich dadurch habe, die ist schwer mir zu nehmen. Und die Sicherheit mir zu geben, dass mir das nicht passiert, die habe ich auch nicht so bekommen. Also ich kämpfe da gegen meine Ängste. Das verstehe ich. Ich bin selber auch Herzpatient. Und mein Kardiologe, das Erste, was er gesagt hat, ist, lass dich auf jeden Fall impfen, weil ansonsten können wir für nichts garantieren, wenn es Corona gibt. Haben Sie das Gefühl, dass Sie in dem Moment auch richtig beraten waren, also von Ihren Ärzten? Ich meine, Werder Bremen hat natürlich auch Ärzte, mit denen werden Sie auch gesprochen haben. Ja, ich habe mit einigen Ärzten gesprochen und jetzt muss man natürlich zurückdenken zu dem Zeitpunkt, das war vor 4 Monaten und jetzt hat sich vielleicht das eine oder andere auch ein bisschen entwickelt. Allerdings ist es halt so für mich, dass ich einfach mit dem Wissen, dass man das bekommen kann, ist halt die Angst vor der Impfung bei mir wesentlich größer. Und ich kämpfe dagegen an. Es ist schwer für mich, dagegen anzukämpfen. Und ich kriege dieses Gefühl der Sicherheit halt auch nicht. Und es kann mir jetzt auch kein Arzt die Sicherheit geben, dass mir nichts passieren wird. Das heißt, Sie sind auch jetzt nicht geimpft? Nein, ich bin auch aktuell nicht geimpft. Und wie gesagt, ich kämpfe dagegen an und bin auch immer wieder mit Ärzten in Kontakt und versuche da auch für mich eine Lösung zu finden. Sind auch heute Abend hier mit einem negativen PCR-Test, vorhin nochmal einen Schnelltest gemacht, falls sich das einer fragt. Ich denke mir trotzdem, diese Entscheidung, dann den illegalen Weg zu nehmen, wo kommt die her? Wie viel Angst muss man haben, um dann zu sagen, ich fälsche einen Impfpass oder ich lasse einen fälschen? Ja, all das, was ich jetzt auch, wenn ich danach gefragt werde, zu den Erklärungen, wie man überhaupt dazu kommt, sind am Ende keine Entschuldigung für das, was ich gemacht habe. Ich habe ein falsches Gesundheitszeugnis, so wie das auch eben gesagt worden ist, habe ich benutzt. Ich war nicht geimpft, ich habe gelogen, ich habe nicht die Wahrheit gesagt, weil es für mich halt so war in dem Moment, wo ich diesen Fehler gemacht habe, dass ich nur mit einer Impfung im Job bleiben kann und meiner Arbeit nachgehen kann. Und da habe ich diesen Fehler gemacht und es tut mir auch furchtbar leid. Und Sie sind ja mit diesem gefälschten Zertifikat durch die Gegend gelaufen, sage ich jetzt mal. Sie waren auch beim Karneval. Sie haben auch dort Menschen getäuscht. Mit welchem Gefühl haben Sie denn jedes Mal dieses Zertifikat hochgehoben? Mit einem Unrechtsbewusstsein oder mit dem Gefühl, wird schon keiner merken? Ja, es ist schon schwierig, mit dieser Lüge sich auch zu bewegen. Allerdings war es so, dass auch in der Zeit, in der ich das gemacht habe, das war eine Zeitspanne von 8 Wochen, wir hatten 2 Länderspielpausen darin, das ungefähr auf 6 Wochen war, weil wir da auch dementsprechend freie Tage drin hatten. Ich habe mich jeden Morgen selber getestet, weil ich natürlich derjenige war, der, auch wenn es ein bisschen verrückt klingt, aber ich war derjenige, der natürlich alles dafür getan hat, dass nur ja kein positiver Fall und schon gar nicht ich als positiver Fall rauskommt, damit das gar nicht erst an, äh, an, die,
Klar, aber Tageslicht kommt. Die Regeln sind natürlich andere gewesen in Deutschland. Und gerade in dieser Zeit, als so darüber diskutiert wurde, als viele wirklich auch vor dieser Entscheidung standen, haben Sie sich entschieden, den Pass zu fälschen. Haben Sie den eigentlich selber gefälscht? Nein, ich habe den nicht selber gefälscht. Ich habe eine Straftat begangen, aber ich glaube, ich kann von mir trotzdem, auch wenn das jetzt schwierig zu verstehen ist, aber behaupten, dass ich grundsätzlich kein krimineller Mensch bin. Aber in dem Fall habe ich einfach eine Straftat begangen und dafür, wie gesagt, kann ich mich nur entschuldigen. Also es ist nach wie vor, ich glaube, das ist die Reaktion auch hier im Publikum. Sie werden natürlich kein Verständnis dafür bekommen, für was Sie getan haben. Man kann über dieses Thema, kriegt der Mann eine zweite Chance oder nicht, kann man drüber nachdenken. Ich war erstaunt, ich habe auch mit Frank Baumann bei Werder telefoniert und dort hieß es, wir sehen ihn zunächst mal als hervorragenden Fußballtrainer, aber er hat uns getäuscht, er hat uns belogen, aber wir wünschen ihm nichts Schlimmes. Bei wem müssen Sie sich alles entschuldigen? Ja, ich habe es ja eingangs schon gesagt, ich muss mich bei vielen Menschen entschuldigen und ich kann das auch verstehen, dass viele Menschen auf mich sauer sind und dass sie auch enttäuscht sind. Ich habe einen Fehler gemacht und zu dem muss ich stehen und vor dem muss ich mich auch entschuldigen. Und gerade Werder Bremen und gerade Frank Baumann und Klaus Filbri und ich könnte sie eigentlich alle nennen, haben mir den Rücken immer freigehalten, haben immer zu mir gestanden und ich habe auch nach wie vor mit Frank Baumann Kontakt und wir schreiben auch und ich freue mich riesig, dass Werder Bremen jetzt aktuell positiv unterwegs ist, dass sie oben dabei sind. Aber ich würde liebend gern die Uhr zurückdrehen und diesen Fehler natürlich zurücknehmen. Aber ich kann ihn nicht mehr zurücknehmen. Ich muss mit dem Fehler leben. Ich habe insbesondere meiner Familie einen sehr, sehr großen Schaden zugefügt. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach war und dass Ihre Familie da auch viel aushalten musste. Aber letzten Endes sind Sie auch dafür der Schuldige. Was glauben Sie denn? Können Sie denn nochmal ein Vorbild sein? Können Sie der nochmal Trainer sein, wo junge Spieler zu Ihnen aufschauen? Also im Moment mache ich mir in erster Linie Gedanken darüber, dass ich mich für das, was passiert ist, entschuldige. Das ist der erste Weg für mich gewesen. Und ich hätte es, wie gesagt, viel früher gemacht. Aber ich bin damals, als es rausgekommen ist, bin ich zurückgetreten von meinem Amt bei Werder Bremen. Ich habe alle Strafen, die gekommen sind, habe ich so akzeptiert, habe sie sofort beglichen. Und jetzt ist es halt für mich der nächste Schritt, dass ich mich erstmal dafür entschuldige in der Öffentlichkeit, was für einen Fehler ich gemacht habe. Und was dann auf mich zukommt und wie es weitergeht, darüber habe ich mir erstmal keine Gedanken gemacht. Aber Sie persönlich finden, Sie haben eine zweite Chance verdient? Es ist schwierig, wenn ich jetzt mich hier hinsetze und sage, ich muss eine zweite Chance bekommen. Ich kann jeden verstehen, der sagt, er will das nicht und er akzeptiert das nicht. Ich kann mich nur dafür entschuldigen und natürlich wünscht man sich, dass ein Mensch eine zweite Chance bekommt, aber ich kann das jetzt nicht erwarten. Vielen Dank, Markus Anfang, dass Sie heute hier waren. Bitteschön.